Aber wenn Ihr Name fällt, dann denke ich immer sofort an eines, na? Nee, ne? Der Tag, als Conny Kramer starb. Und ich muss Jawohl. sagen, wann war das nochmal genau, der große Hit? 72. 72. Also ich war damals 14 und ich habe aus voller Kehle mit Inbrunst mitgeschmettert. Natürlich nicht mit ganz so schöner Stimme, muss ich zugeben. Es war ein ungewöhnliches Lied mit einem ungewöhnlichen Text über einen Drogensüchtigen und damals ein Riesenhit. Es folgten Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Und noch ein bisschen später Nacht voll Schatten in Anlehnung an Moonlight Shadow. In letzter Zeit war es ruhig um Juliane Werding, aber jetzt ist sie wieder da. Hier bei uns im Studio, wie Sie gesehen haben, und mit neuer CD, Die Welt danach. Wir wollen mal reinhören in alte und in neue Lieder. Sie hat unglaublich viele Gesichter. Juliane Werding, die Geschichtenerzählerin. Es begann 1972, der Aufstieg in den Schlager-Olymp mit ihrem Anti-Drogen-Song. Mit klarer Stimme, eigensinnigen Texten und einem Schuss Natürlichkeit, so hat sich Juliane Werding stets auf der Bühne präsentiert. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Schau mir in die Augen, dann schau in mein Gesicht. Mit ihrer Familie lebt die Sängerin heute am Starnberger See, auf der Suche nach Themen, Erlebnissen für ihre Lieder. Auch als Heilpraktikerin hat sie gearbeitet, als Goldschmiedin, aber letztlich landete sie immer wieder bei der Musik. Die Welt danach. Auch in ihrem neuen Album sind die spirituellen Töne nicht zu überhören. Es geht um Leben, Ängste, Träume. Juliane Werding trauert der Vergangenheit nicht nach, geht ihren Weg. Davon singt sie und so lebt sie auch. So, und jetzt ist sie da nochmal ganz offiziell herzlich willkommen, Juliane Werding. Und ich muss es einfach sagen, ich finde es ein Wahnsinn. Sie sehen eigentlich immer noch so aus wie damals. Danke. Wie machen Sie das? Was ist das Geheimnis? Kein Geheimnis. Wenn es das Singen ist, dann muss ich mich sofort geschlagen geben. Hat es vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, ob man sich selber treu bleibt, ob man immer der Mensch ist, der man tief drinnen auch ist? Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man, weil alles andere würde einem ja natürlich Stress machen, wenn man sich sehr verstellen muss oder Dinge tun muss, die man nicht gerne tut. Ja? Also das ist sicherlich wichtig. Und das andere, ich denke mal, wir sollten uns nicht so viel Gedanken machen über das Älterwerden. Man wird es sowieso, man kann es nicht verhindern. Also so what? Lass es kommen, lass es geschehen. Lass es geschehen, lass es geschehen. Darüber reden wir auch gleich nochmal. Okay. Das ist nämlich ein Titel eines Ihrer neuen Lieder. Sie sind ja nie den leichten Weg gegangen. Ne? Also wenn Sie sich treu geblieben sind, dann waren Sie schon auch immer so ein bisschen widerborstig, unbequem. Ihre Texte jedenfalls sind Sie es auch im wirklichen Leben? Ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Also das dauert lange, bis ich wirklich auf den Tisch schaue und mich zur Wehr setze. Ja. Ich bin eher langmütig und mag gerne mit Menschen auch gut zurechtkommen. Also das dauert seine Zeit, bis ich da wirklich Krach mache. Aber das, was in Ihren Texten vorkommt, das sind schon die Themen, die Ihnen nahe gehen oder die Sie ja, besonders beschäftigen? Also das sind, ich versuche ja immer Geschichten zu erzählen. Und das sind Sachen, die mich interessieren, die mich berührt haben, die ich gehört habe von Freundinnen, von Bekannten, auch von fremden Personen oder gelesen habe. Und wenn es in mir eine Emotion auslöst, dann denke ich, gut, das ist eine Geschichte, die es wert, erzählt zu werden. Die Welt danach heißt das neue Album, die neue CD. Klingt so ein bisschen jenseitig, esoterisch. Ist es das auch? Das ist gar nicht so gemeint. Die Welt danach kann natürlich wahnsinnig viele Aspekte haben. Also wenn wir uns verlieben neu, dann beginnt eine Welt danach. Ja? Das ist, oder auch wenn Beziehungen in die Brüche gehen, auch das ist wiederum eine neue Situation, mit der man fertig werden muss. Und man kann sagen, ja, das ist die Welt nach meinem XY. Ja. Oder auch Schicksalsschläge, natürlich Krankheit, Tod, alles. Lass es geschehen. Sie haben das schon gerade eben so als Motto gesagt, ne? Beim Älterwerden, lass es geschehen. Man kann es ja nicht ändern. Man kann es doch sowieso nicht ändern. Also, ist also auch nicht fatalistisch gemeint, oder? Also erkenne die Dinge, die du ändern kannst und dann ändere sie, wenn sie dir nicht passen.
Und erkenne bitte aber auch, wenn du Dinge nicht ändern kannst, und dann lass es einfach geschehen. Weil es ist fatal, sich aufzureiben an solchen Dingen. Und sich gegen Dinge aufzulehnen, die längst geschehen sind, die vielleicht hinter einem liegen, wo man sagt, kannst du sowieso nichts mehr dran ändern. Ja. Ne? Um nochmal auf die Esoterik zu sprechen zu kommen, ich habe es gelesen, weiß nicht, ob es stimmt, aber Sterne, Steine, Tarotkarten spielen angeblich in Ihrem Leben schon eine Rolle. Eigentlich nicht so wirklich. Also ich meine, es kann passieren, dass ich mir mal die Karten lege, aber das ist einmal in 3 Jahren. Ja. Und dann auch nur, um bestimmte Aspekte, die mir so nicht klar sind, hervorzuholen. Mhm. Also wenn ich mit jemandem in Stress liege beispielsweise und ich denke, hey, das war der Auslöser, war so geringfügig, das kann nicht sein, da muss noch eine andere Ebene sein, das muss irgendwas anderes geben. Dann bemühe ich die Karten und sage, okay, was ist außen und was ist innen? Mhm. Und welche versteckten Gründe gibt es da möglicherweise noch? Und da kann man sehr schön Aufschluss bekommen und dann auch viel besser sich danach richten oder offener sein und den anderen mit anderen Augen betrachten und viel mehr auch auf ihn zugehen, statt das Rollo runtergehen zu lassen und zu sagen, ey komm, du hast mir wehgetan, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Was mich ja immer, die Frage, die ich mir da immer gestellt habe, ist, Mensch, bei der Frau hat das so früh angefangen mit dem Erfolg, mit 16 Jahren, dieser Wahnsinnshit, sie waren ja überall zu hören, haben Preise gekriegt. Wenn man sozusagen mit 16 schon den Zenit erreicht hat, was kommt dann eigentlich danach? Die Welt ist man dann danach. Nicht eigentlich? Ja, aber ist man nicht eigentlich verdorben? Es gibt eine Welt davor und eine Welt danach. Ja. Und nein, es ist, ich meine, jeder hat seinen Weg. Es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Schwierigkeiten und es gibt Glücksmomente. Und ich habe mir das ja so ausgesucht und das war für mich in Ordnung. Sie haben es einfach geschehen lassen. So ist es. Also ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt mal leibhaftig begegnet bin und vielleicht können wir nachher noch zusammen Conny Kramer schmettern, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Nächstes Jahr gehen Sie auf Tour. Ja, im Wer Januar. So lange nicht warten kann und will, der hat die Möglichkeit, Sie auf CD zu hören, Die Welt danach. Ich halte die mal hoch, es gibt auch eine DVD davon. Und wem das auch immer noch nicht reicht, der hat jetzt die Möglichkeit, mit Juliane Werding zu chatten. Sie haben sich bereit erklärt, ja, klar, noch ein bisschen sich von unseren Zuschauern befragen zu lassen. Ich bedanke mich sehr und wünsche Ihnen weiter viel Spaß, viel Erfolg und wir lassen es einfach geschehen. Vielen Dank. Danke.